Herzlich willkommen! Runner's World erklärt dir auf diesem Kanal verschiedene Themen rund ums Lauftraining und heute geht es um die Ausdauer. Wie verbessere ich meine Ausdauer, um beim Laufen besser zu werden? Das geht uns alle an. Ob wir blutige Anfänger sind oder ob wir unseren ersten Ultralauf planen, alle wollen ihre Ausdauer verbessern. Und das Beste ist, jeder kann seine Ausdauer verbessern. Es ist nämlich so, zum Sprinter muss man geboren werden. Man braucht, um richtig gut sprinten zu können, um der Beste zu sein, die entsprechende Muskelzusammensetzung. Viele weiße Muskelfasern, die schnell zuckenden und die langsamer zuckenden, das sind nämlich die, die für die Ausdauer dann auch zuständig sind, die kann man durch Training vermehren. Die weißen, die müssen da sein von Geburt aus. Aber die roten Muskelfasern, die vermehren sich, wenn wir ganz viel von ihnen in Gang setzen und durch Training immer wieder benutzen, dann verbessert sich unsere Ausdauer. Aber wie geht man das jetzt richtig an? Darüber wollen wir heute sprechen und ich fange mal ganz vorne an bei den blutigen Anfängern. Du bist also jemand, der sagt, ich kann gerade mal 5 Minuten am Stück joggen, ich möchte gerne eine halbe Stunde schaffen. Super, dann gehörst du nämlich hier zu den Glückskindern, denn hier sind die Fortschritte am schnellsten spürbar und ich kann versprechen, es werden Fortschritte kommen. Ja, es gibt Organismen, die sind besser trainierbar, andere sind nicht so leicht trainierbar, hängt natürlich auch von dem Alter ab, davon, ob du eine sportliche Vorgeschichte hast oder ob du 60 Jahre alt bist und bisher nie Sport in deinem Leben gemacht hast, aber trotzdem lege ich mich fest, jedes Herz-Kreislauf-System ist trainierbar und es werden immer Fortschritte zu verzeichnen sein. Nimm dir aber 6 bis 8 Wochen Zeit, um diese Fortschritte zu spüren. So, also du kannst 5 Minuten joggen, du möchtest eine halbe Stunde schaffen, da ist es wichtig, dass du dir einen Plan machst. Und dieser Plan vor allem Kontinuität berücksichtigt. Das heißt, dass du nicht nur einmal die Woche losziehst, sondern mindestens 2-mal, lieber 3-mal pro Woche. 3 Ausdauereinheiten pro Woche sind wichtig. Dabei spielt das Tempo zunächst keine Rolle. Denn worum geht es? Es geht darum, dass wir überhaupt mal große Muskelgruppen in Bewegung bekommen. Und mit den großen Muskelgruppen meine ich die Oberschenkelmuskulatur, die Gluteusmuskulatur, die Armmuskulatur, die Bauchmuskulatur. Also je mehr Muskulatur am Arbeiten ist, umso mehr muss auch das Herz schlagen, um Sauerstoff in diese Muskelgruppen zu transportieren. Und genau dieser Vorgang, also das maximal, dass das Herz anfängt mehr zu schlagen und mehr Energie zu den Muskeln transportiert wird, das nennt man dann die Ausdauer. Je länger ein Organismus sowas machen kann, umso besser ist die Ausdauer. So, du nimmst dir also jetzt 3-mal pro Woche vor und jetzt ist ganz wichtig, arbeite mit Pausen. Nicht Montag, Dienstag, Mittwoch trainieren, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag nichts, sondern du musst Montag trainieren, Dienstag, Mittwoch vielleicht Pause, Donnerstag wieder trainieren, Freitag, Samstag Pause, Sonntag trainieren. Wobei, wenn du dann wieder Montag trainieren willst, wäre es fast besser, du nimmst den Samstag. Also nach jedem Belastungstag einen Erholungstag machen. 2. Regel, überfordere dich nicht. Wenn du also in der Lage bist, 5 Minuten zu joggen und du möchtest es ausbauen, dann arbeite weiterhin regelmäßig mit Gehpausen und zwar von Anfang an. 1 Minute laufen, 1 Minute gehen, 1 Minute laufen, 1 Minute gehen. Wir haben hier noch viele verschiedene andere Videos, die du dir angucken kannst, wie man vom Laufanfänger zum fortgeschrittenen Läufer wird. Da erklären wir das ganz genau. Außerdem gibt es bei Runner's World jede Menge Trainingspläne zu den verschiedenen Leistungsbereichen. Die kannst du dir runterladen und danach trainieren. Ganz wichtig ist allerdings, dass du wirklich ein bisschen Geduld mitbringst und die Regel beachtest, nicht zu viel und nicht zu schnell zu laufen. Schau, dass du vom Lauftempo her dich immer noch einigermaßen unterhalten kannst. Also, das heißt, deine Herzfrequenz sollte nicht so hoch steigen, dass du irgendwann so außer Puste kommst, dass du gar keine Sätze mehr sprechen kannst. Am Anfang geht es wirklich darum, dass du überhaupt ein bisschen den Puls in die Höhe bekommst. Und das passiert bei den meisten schon, wenn sie überhaupt antraben. Also, es reicht, du trabst an, dann machst du eine Gehpause. Dann trabst du wieder an, dann machst du eine Gehpause. Und diese Laufpassagen baust du Woche für Woche aus. Auch wichtig, nach 3 Wochen, in denen du gesteigert hast, machst du eine 4. Regenerationswoche, wo du den Umfang deiner bisherigen Laufleistung ein bisschen reduzierst und vielleicht auch statt 3-mal nur 2-mal läufst, um dann in der 5. Woche wieder loszulegen. Ganz wichtig ist auch, dass du dir keine Kilometerziele setzt. Wir haben ja mittlerweile alle irgendwelche GPS-Daten, ob übers Handy oder über die Laufuhr, aber setz dir nicht als Ziel, du möchtest unbedingt 4 oder 5 Kilometer schaffen. Das ist am Anfang total egal, sondern setz dir Minutenziele, dass du sagst, heute möchte ich
3 Minuten laufen, 1 Minute gehen. 3 Minuten laufen, 1 Minute gehen. Völlig egal, wie weit du kommst. Und auch später, dass du sagst, ich möchte jetzt 20 Minuten am Stück laufen oder 30 Minuten am Stück laufen. Ob du in diesen 30 Minuten 3 Kilometer weit kommst oder 5 Kilometer weit kommst, das ist am Anfang noch völlig nebensächlich. Wichtig ist, dass du immer wieder deinen Puls in kurzen Abschnitten in die Höhe bringst und ihm danach wieder eine Erholungspause gönnst. Wenn du es jetzt geschafft hast, eine halbe Stunde durchzujoggen, dann gratuliere ich dir erstmal. Und dann kannst du den nächsten Schritt angehen. Allerdings ist wichtig, du hast dir 10 Wochen Zeit genommen und hast es vielleicht geschafft, in diesen 10 Wochen 3-mal zu laufen. Und jetzt rechne ich doch mal die Kilometer zusammen. Sagen wir, du bist in dieser Woche dann auf insgesamt 10 Laufkilometer pro Woche gekommen und das über 10 Wochen lang, dann solltest du jetzt in deinem nächsten Trainingsblock das Laufvermögen nicht zu schnell steigern. Also am Ende des zweiten Blocks, der auch nochmal über 10 Wochen geht, solltest du maximal 30% mehr laufen als im bisherigen Block. Jetzt muss ich kurz rechnen. 10 Kilometer mal 30%. Du bist also in deinem ersten Block bisher vielleicht am Ende 10 Kilometer pro Woche weit gelaufen. Dann solltest du in deinem nächsten Block damit rechnen, dass du am Ende 13 Kilometer pro Woche läufst. Das ist nicht viel, aber es ist die Steigerung, die gesund ist. Und wir möchten ja ein Leben lang Spaß am Sport haben, also sollten wir nicht zu übermütig sein. Jetzt kommt allerdings im nächsten Block eins dazu. Du baust nicht nur die Länge deiner Trainingseinheiten aus, sondern auch das Tempo. Du fängst an, ein bisschen mit dem Tempo zu spielen. Bisher ging es ja nur darum, dass du immer mal angetrabt bist und wieder gegangen bist und angetrabt und gegangen. Und dieses Antraben hat schon dazu geführt, dass dein Puls gestiegen ist. Aber wie gesagt, wichtig, dass du dich immer noch halbwegs unterhalten konntest während der Laufpassagen. Das ist ein Parameter dafür, dass deine Herzfrequenz ungefähr bei 75% der maximalen Herzfrequenz ist. Das sind ganz wichtige Werte und auch hier haben wir ein Video, Trainieren nach Herzfrequenz. Das solltest du dir mal anschauen, denn wenn du deine maximale Herzfrequenz kennst, dann kannst du genau die Trainingsintensitäten berechnen. Und wenn ich jetzt sage, du musst ein bisschen Tempo einbauen, dann sage ich, verlasse mal diesen Bereich von 70-75% deiner maximalen Herzfrequenz und werd ein bisschen schneller bis hin zu 80-85% deiner maximalen Herzfrequenz. Dann wird es nämlich schon so langsam anstrengender und wir kriegen nicht mehr ausreichend Sauerstoff, um den Körper mit dieser geforderten Energie zu versorgen. Bei 85% liegt nämlich die individuelle aerobe anaerobe Schwelle. Das ist die Schwelle, an der wir gerade noch ausreichend Sauerstoff einatmen für die Energiebereitstellung. Wenn wir über diese Schwelle gehen, dann sind wir im anaeroben Bereich. Wir haben also nicht mehr ausreichend Sauerstoff und das nennen wir dann Tempoläufe. Dazu kommen wir später. Jetzt fangen wir trotzdem an, mal so ein bisschen mit der Geschwindigkeit zu spielen. Das heißt, einmal die Woche empfehle ich dir, eine Art Tempo-Dauerlauf zu machen. Du möchtest also dein Vermögen von den halben 30 Minuten, die du bisher laufen kannst, ausbauen auf eine Stunde und möchtest in dieser Stunde irgendwann 10 Kilometer schaffen. Jetzt reden wir schon richtig von Tempo. In einer Stunde 10 Kilometer, das sind 6 Minuten pro Kilometer. Das heißt, du musst immer wieder mal hingehen und genau dieses Tempo ansprechen. Und das machst du am besten auch erstmal in kurzen Passagen. Also du läufst dich ganz langsam ein und dann läufst du mal 5 Minuten in diesem Tempo, 6 Minuten pro Kilometer. Aber ich würde mich am Anfang gar nicht so an dieser Pace festmachen, sondern erstmal auch wieder an diesem Laufgefühl, an dieser etwas erhöhten Herzfrequenz von eben 85%. Das ist so ein Bereich, wo man gerade noch ein bisschen sprechen kann, in kurzen Sätzen. Wenn du also deine maximale Herzfrequenz kennst zum Beispiel und die liegt bei 200, dann liegt deine individuelle aerobe, anaerobe Schwelle zum Beispiel bei 175 Schlägen. Das wäre dann genau der Bereich, in dem solltest du dann in der Lage sein, diese 6 Minuten pro Kilometer zu laufen, um am Tag X, also am Ende deines nächsten Trainingsplans, die 10 Kilometer in einer Stunde zu schaffen. So, das übst du beim Tempo-Dauerlauf. Also du baust ihn aus, läufst dich ein, machst 10 Minuten zügig, also eben genau in diesem Bereich, wo du gerade noch ausreichend Luft bekommst und wieder auslaufen. Die Woche später machst du 15 Minuten zügig. Die Woche später machst du 20 Minuten zügig. Und dann Achtung, in der 4. Woche regenerativ keinen Tempodauerlauf. Und das baust du mehr und mehr aus, um so deine Ausdauer zu verbessern. Und man nennt das speziell die Kraftausdauer.
Denn jetzt geht es nicht nur darum, dass dein Herz überhaupt in der Lage ist, über einen längeren Zeitraum ganz viel Energie in all die Muskulatur zu transportieren, sondern es geht auch darum, dass das Herz sehr schnell schlagen kann und viel Energie in einen Muskel bringt, der auch noch kräftig arbeiten muss. Also das ist der nächste Step. Jetzt kannst du schon 5 Kilometer laufen und möchtest wissen, was kann ich denn auf 10 Kilometer laufen, wenn ich mich so richtig anstrenge? Und da gibt es Formeln. Du kannst es entweder mit deinem Taschenrechner selber ausrechnen, du kannst aber auch einfach im Internet bei einem Laufprognoserechner, den haben wir hier auch bei Runner's World, ausrechnen lassen, wie schnell wäre ich wohl, wenn ich die 5 Kilometer jetzt in der und der Zeit gelaufen bin, über die 10 Kilometer. Die Formel lautet 5 Kilometer Zeit mal 2,099 und das ist dann die prognostizierte 10 Kilometer Zeit, die du dir vornehmen kannst. Sagen wir mal, du bist richtig schnell und läufst die 5 Kilometer in 25 Minuten. Das mal 2,099 ergibt 52 Minuten und 28 Sekunden. Da hast du also einen Anhaltspunkt, wie schnell du über 10 Kilometer sein kannst, wenn du die 5 Kilometer so laufen kannst. Aber auch hier musst du deine Ausdauer verbessern. Du schaffst es vielleicht über 25 Minuten, dich enorm anzustrengen, aber um dann auch über 52 Minuten eine ähnlich anstrengende Leistung zu bringen, muss deine Ausdauer besser werden. Und das gelingt nur mit langen, langsamen Läufen. Klar, beim 10-Kilometer-Training sind die langen Läufe nicht so relevant wie dann später beim Marathon-Training. Nichtsdestotrotz musst du, ich nenne es immer so ein bisschen den Keller deines Hauses, ordentlich ausbauen, ein ordentliches Fundament legen, indem du mit 70, maximal 75% deiner maximalen Herzfrequenz für eine Stunde unterwegs bist. Gerne auch mal 70 Minuten, 80 Minuten. Und ja, wenn du nicht so lange laufen kannst und willst, kannst du auch mal alternativ trainieren. Aber laufen lernt man durch Laufen. Wenn du alternativ trainierst, dann achte darauf, wenn du die Ausdauer verbessern möchtest, dass du Sportarten wählst, bei der große Muskelgruppen beansprucht werden. Wie zum Beispiel beim Fahrradfahren. Da arbeiten wir hauptsächlich mit den Beinen und die Oberschenkelmuskulatur ist eine große Muskelgruppe. Das heißt, da wird viel Sauerstoff benötigt, um Energie bereitzustellen. Du kannst sehr gut schwimmen. Beim Schwimmen arbeiten wir mit dem ganzen Körper, mit dem Oberkörper, mit den Beinen. Du kannst zum Beispiel auch sehr gut rudern. Beim Rudern sind auch die Arme beansprucht, der Brustbereich, ein bisschen der Rumpf und vor allem die Beine. Was schlecht ist, wenn du zum Beispiel nur deinen Bizeps beanspruchst und sagst, ich mache jetzt eine Stunde lang Bizeps Curls. Das ist eine relativ kleine Muskelgruppe, damit wirst du deine Ausdauerwerte nicht signifikant verbessern. Vielleicht hast du schon mal gehört den Ausdruck VO2 Max. Die heutigen Fitnessuhren und Gadgets unserer Handys spucken ja gerne mal diesen Begriff aus, VO2 Max. Die steht für die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Sehr wissenschaftliches Wort. Das soll besagen, wie gut dein Körper in der Lage ist, den Sauerstoff, den er einatmet, zu verarbeiten und diesen Sauerstoff ins Blut zu transportieren, damit der Blutkreislauf ihn dann in die Muskelgruppen bringt, damit da die Mitochondrien Energie draus machen und dann der Muskel diese Energie umsetzen kann, um sich zu bewegen. Das ist genau der Kreislauf, der permanent passiert, wenn wir uns bewegen. Wir atmen Sauerstoff ein, das Herz pumpt diesen Sauerstoff in den Blutkreislauf, der transportiert es und die Muskelzelle kann arbeiten. Und je besser dieser Vorgang funktioniert, je höher ist die sogenannte VO2 Max. Ein guter Sportler hat eine VO2 Max von über 40, ein sehr guter Sportler über 50, die richtigen Spitzensportler über 60. Das spucken die Uhren aus, wenn man so eine hochtechnisierte Fitnessuhr hat. Allerdings sind diese Werte mit Vorsicht zu genießen. Es ist immer wichtig, dass die ganz viele Körperdaten kennen und wissen über den Ruhepuls, über den Schlaf, über den Belastungspuls, über die Größe, das Gewicht, das Alter. Also je mehr Daten diese Uhr weiß, umso genauer ist diese VO2 Max. Aber weißt du, was der beste Ratgeber ist? Das bist du selbst. Wenn du rausgehst und dich einfach eine halbe Stunde bewegst und guckst, wie fühle ich mich danach, wie schnell kann ich laufen. Zurück zu unserem Trainingsplan. Du kannst 10 Kilometer laufen und du willst deine Ausdauer noch mehr verbessern und planst einen Halbmarathon. Halbmarathon ist extrem beliebt, wahrscheinlich weil er nicht ganz so anstrengend ist wie der große Bruder und trotzdem steckt das Wort Marathon mit drin. Und der Halbmarathon ist auch eine ganz tolle Distanz, weil man jetzt wirklich auch richtig Tempotraining machen kann und soll und trotzdem der Schwerpunkt auf diesen langen Läufen liegt, denn hier ist auch die Ausdauer der größte Faktor, der trainiert werden muss, damit man diese 21 Kilometer übersteht. Und wie machst du das? Indem du natürlich die langen Läufe ausbaust.
aber bitte langsam. Also dein Wochenpensum sollte maximal um 10% pro Woche gesteigert werden. Du bist also in der Lage, 20 Kilometer pro Woche zu laufen, dann solltest du nicht mehr als 2 Kilometer pro Woche obendrauf packen. Ruhig mal immer so Pi mal Daumen überschlagen, wie viele Kilometer mache ich denn pro Woche? Letzte Woche waren es 18, nächste Woche sind es 24, dann ist es ein ganz schön großer Schritt. Also lieber gucken, 16, die Woche drauf 17, die nächste Woche 18, dann wieder eine Ruhewoche, dann 20, vielleicht 22 Ruhewoche. Also immer darauf achten, dass Belastung und Erholung sich abwechseln und nicht mehr als 10% Wochenumfang steigern. Ganz wichtig. Damit du eine Ahnung davon bekommst, wie schnell du den Halbmarathon laufen kannst, gibt es auch hier eine Formel. Auch hier kann man den Laufprognosenrechner natürlich heranziehen oder einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Die 10 Kilometer Zeit mal 2,223 ergibt eine mögliche Halbmarathonzeit. Achtung, man muss natürlich beachten, dass man Minuten und Sekunden umrechnet und das dann mal 2,223 nimmt. Also wer 52 Minuten laufen kann und multipliziert das mit 2,223, bekommt einen Wert von 115,596. 115 sind die Gesamtminuten. Umgerechnet auf Stunden sind das dann 1 Stunde, 55 Minuten und 30 Sekunden. Also deutlich unter 2 Stunden. Damit gehört man schon wirklich zu den etwas besseren Halbmarathonläufern. Denn das ist das Ziel von vielen, dass sie sagen, ich möchte die 21 Kilometer mal unter 2 Stunden schaffen. Also man wäre da ganz schön flott. Aber damit man das auch wirklich umsetzt, muss man nicht nur die Ausdauer verbessern, sondern auch Tempotraining machen. Und ich habe ja eben schon vom Tempo-Dauerlauf erzählt, den man sukzessive ausbaut, 10 Minuten zügig, 20, 25. Jetzt kommen noch Tempoläufe dazu. Und Tempoläufe sind nicht nur an dieser individuellen aeroben-anaeroben Schwelle, an der IANS, sondern sogar darüber, 90-95% der maximalen Herzfrequenz. Das ist richtig anstrengend. Und weil das so anstrengend ist, weil wir gar nicht genug Sauerstoff einatmen können für all diesen Energiebedarf, den wir da haben, schaffen wir das nur mit Pausen. Auch hier gibt es ein tolles Video, Tempotraining, wie man schneller wird. Da erkläre ich das nochmal ganz genau, warum wir diese Pausen machen müssen, was im Körper vor sich geht, wenn wir über 3 Minuten, 5 Minuten, vielleicht sogar einen ganzen Kilometer wirklich voll an unsere Grenzen gehen. Dann braucht es dazwischen eine lohnende Pause, um dann die nächste Belastung abzurufen. Das Ganze nennt man Intervalltraining. Und ein klassisches Intervalltraining wären zum Beispiel gerade im Halbmarathontraining 6x1000 Meter und diese 1000 Meter dann allerdings im 10 Kilometer Renntempo, vielleicht sogar im 5 Kilometer Renntempo. Also wirklich ein Tempo, was man zwar kann, was einem aber schon ein bisschen wehtut. Das ist nicht das Tempo, mit dem man dann am Ende den Halbmarathon läuft. Das Tempo, mit dem man den Halbmarathon läuft, das ist wiederum das Tempo-Dauerlauftempo. Also wieder dieses zügige Tempo an der individuellen aeroben-anaeroben Schwelle. Und wer fortgeschritten ist, also hier schon unter 2 Stunden den Halbmarathon laufen kann, der darf ruhig in einer Woche alles drei trainieren, nämlich die Tempoläufe, wie zum Beispiel 6x1000 im 10er Renntempo, den Tempodauerlauf im Halbmarathon-Renntempo und, das ist die wichtigste Einheit, der lange Lauf. Ihr erinnert euch, der Kellerausbau, der muss passen. Also ich brauche 70% von diesen langen, langsamen Einheiten, einmal der lange Lauf und dann noch vielleicht ein ruhiger, regenerativer Lauf zwischen den anderen Einheiten und nur 30% sind Tempoeinheiten von meinem gesamten Wochenumfang. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Ausdauer ist das A und O. Wenn da meine VO2 Max ordentlich ausgebaut ist, dann kann ich mit Tempotraining quasi den Feinschliff machen. Aber ohne diese Ausdauereinheiten komme ich vielleicht bis Kilometer 12, aber die letzten 9 werden dann ein ziemlicher Spaziergang bis zum Ziel. Und wir wollen ja alle im besten Fall sogar einen negativen Split laufen. Das heißt, eher vorsichtig los, um hinten raus nochmal Gas geben zu können. Das gelingt übrigens gerade Hobbyläufern fast gar nicht beim Thema Marathon. Und da komme ich jetzt zu. Beim Marathon ist es nämlich so, dass es eine sehr lange Strecke ist und die meisten das in einem Tempo laufen, was sie gut im Griff haben. Und wer davon träumt, einen sogenannten negativen Split zu laufen, also die zweite Hälfte schneller als die erste, der muss in der ersten Hälfte so langsam laufen, damit er in der zweiten noch was zulegen kann. Das heißt, oft kommt man dann ins Ziel und hätte eigentlich noch Energie übrig. Macht für Hobbyläufer oft keinen Sinn. Und Studien haben ergeben, dass auch die meisten Hobbyläufer, also über 90%, einen positiven Split laufen. Also die erste Hälfte ein bisschen schneller, die zweite dann hoffentlich mit dem Lächeln ins Ziel. Bei den Profis ist es ein bisschen anders. Die kennen sich so gut und die sind so hart trainiert und außerdem brauchen die nur ein bisschen über 2 Stunden, dass die einen negativen Split laufen können. Aber das ist ein anderes Thema. Auch hierfür haben wir ein tolles Video zum Thema Marathontraining. Kannst du ja danach mal reinklicken. Jetzt ganz kurz. Wie baust du deine Ausdauer aus vom Halbmarathonläufer zum Marathonläufer? Auch hier gilt die Formel,
weil es das Doppelte ist, mal 2,099. Das heißt, du nimmst deine Halbmarathonzeit, eine Stunde 55 hatten wir jetzt hier in dem Rechenbeispiel, und kommst dann auf eine mögliche prognostizierte Marathonzeit von 4 Stunden und 1 Minute und 20 Sekunden. Das heißt, wer von unter 4 Stunden träumt, der muss in der Lage sein, den Halbmarathon ein bisschen schneller als 1,55 zu laufen. So, aber das A und O beim Marathontraining sind hier die langen Läufe. Noch viel mehr als beim Halbmarathontraining. Da habe ich ja jetzt gerade intensiv vom Tempotraining auch gesprochen, vom Intervalltraining, vom Tempodauerlauf. Das rückt beim Marathontraining wieder so ein bisschen in den Hintergrund. Denn hier geht es wirklich darum, dass wir vor allem in der Lage sind, dass der Körper sich über 3 Stunden Dauer belasten kann. Und 3 Stunden, das ist so eine magische Grenze, denn die Verletzungsgefahr steigt überproportional jenseits dieser 3 Stunden. Das heißt, ich sollte im Marathontraining gar nicht so viel länger als 3 Stunden laufen. Aber ich sollte mit meinen langen Läufen anfangen und die dürfen ruhig schon 100 Minuten betragen. Und dann steigere ich auch das Woche für Woche um 10%. 100 Minuten, 110, 120, 130, 150. Und in der Wochensumme komme ich dann doch immer auf 40, 50, 60 Kilometer. Ja, man kommt dann, wenn man 3 Stunden läuft am Sonntag in einem ganz langsamen Tempo, vielleicht nur 25, 26 Kilometer weit. Aber das macht nichts, weil man hat ja 2 Tage vorher eine Einheit gemacht, vielleicht sogar ein Tempodauerlauf über 12 Kilometer mit Ein- und Auslaufen macht 14 Kilometer. Man hat davor einen ruhigen Dauerlauf gemacht. Also man hat in der Woche relativ viele Kilometer gesammelt und am Tag X, wenn man dann den Marathon läuft, dann hat man in den Tagen vor dem Marathon kein Lauftraining gemacht oder kaum ein Lauftraining gemacht und kann dann einmalig auch mal 4 Stunden, 4,5 Stunden, vielleicht sogar 5 Stunden unterwegs sein und wird das schaffen. Aber wenn man im Training schon regelmäßig 4-5 Stunden läuft, dann ist das sehr belastend für den Bewegungsapparat. Fürs Herz-Kreislauf-System ist es wunderbar, weil wenn die Ausdauer mal trainiert ist, wenn die VO2 Max mal ein entsprechendes Niveau erreicht hat, dann ist der Körper in der Lage, wenn der Energiestoffwechsel auch immer besser wird, auch über 4, 5, 6 Stunden Energie zu geben. Aber der Bewegungsapparat leidet. Da könnte man dann hingehen und mit Koppeleinheiten arbeiten, dass man sagt, man fährt zusätzlich noch Fahrrad. Aber dann kommt man schon in einen sehr speziellen Bereich. Vielleicht sogar in dem Bereich, der jetzt da drunter stehen müsste, nämlich der Ultrabereich. Denn viele sagen, also Marathon hat Spaß gemacht, schneller werde ich nicht, ich möchte aber noch mal länger laufen. Und bei den Ultraläufen ist es auch so, da muss ich meine Ausdauer trainieren, aber das Tempo darf ich ein bisschen hinten anstellen. Denn hier ist es dann wirklich so, dass ich viele, viele Stunden auf den Beinen bin und das in einem Wohlfühltempo. Klar verbessere ich meinen kompletten Organismus mit Intervalltraining, mit Tempodauerläufen, aber ich muss in der Lage sein, 5, 6, 7 Stunden lang, je nachdem, was ich mir für eine Ultradistanz vornehme, Energie bereitzustellen. Und hier trainiere ich vor allem den Körper, dass er unterwegs die Kohlenhydrate verstoffwechseln kann, dass er unterwegs Flüssigkeit aufnehmen kann und dass mein Herz lange, lange, lange in der Lage ist, immer wieder diesen Vorgang, den ich vorhin beschrieben habe, also Sauerstoff ins Blut zu transportieren. Das Blut bringt diesen Sauerstoff in die Muskelzelle. Die Muskelzelle wird nicht müde, daraus Energie zu machen, damit der Muskel sich immer wieder kontraktieren kann, damit ich also meine Laufbewegung fortsetzen kann. Und diesen Vorgang trainiere ich nur, indem ich ihn über lange Zeit ausübe. Aber da muss man sich erstmal hinarbeiten. Also, wir fangen ganz vorne an. Wir machen uns erstmal zum Dauerläufer und dann zum Halbmarathonläufer und vielleicht nach der Marathonkarriere zum Ultraläufer. Aber das muss auch nicht sein. Viel wichtiger ist, dass man gesund bleibt. Und das Beste, was man für sich und seinen Körper tun kann, ist, die Ausdauer zu verbessern. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Training.